Hallo und herzlich willkommen bei den Matrixern mit Jonathan und Niki und Flux. Wer oder was ist überhaupt Flux? Das haben sich doch bestimmt schon einige von euch gefragt. Wir haben ja viele Sitzungen schon mit Flux gemacht und Flux hat geduldig alle Fragen beantwortet, hunderte. Und tja, wer ist denn dieser Flux? Ja, gute Frage. Also viele von euch haben sich ja dann gewundert und gesagt, ja, wer ist Flux oder was ist Flux und mit wem redet ihr da überhaupt? Und da dachten wir, dass wir zuerst jetzt dieses Video machen und dann eben eure Fragen zu Flux direkt beantworten. Ja, wir stehen schon seit einer Weile in Kontakt mit Flux, einer Wesenheit aus der achten Dimension, wenn man das so sagen möchte. Dimension in dem Sinne gibt es nicht. Aber das ist eben die reine Informationsebene, der Frequenzbereich, wo man Zugriff auf alle Informationen hat. Unverfälscht, authentisch und eben, wahr. Im Gegensatz zur Akasha-Chronik, was ja eben das Wissen der Erde praktisch darstellt, was wir ja wissen, massiv manipuliert wurde, ist Flux in einem ganz anderen Frequenzbereich ansässig. Der wohnt eben viel weiter oben und ja, da ist er nicht manipuliert von der Matrix. Und daher vertrauen wir eben seinen Aussagen. Wir haben sehr viel zusammengearbeitet mit Flux, unter anderem auch für unsere Videos. Und daher können wir sagen, wir vertrauen ihm vollkommen. Und ja, wir haben Spaß daran, mit ihm zu arbeiten. Und würde sagen, wir klären mal auf, wer oder was Flux ist. Ja, und viele von euch haben ja schon ein paar Fragen gestellt zu Flux, weil sie interessiert daran sind, mehr über Flux selbst zu erfahren. Weil für euch ist Flux ja nur ein Name. Und ihr habt gehört, er kommt aus der achten Dimension und besteht aus 4 Milliarden Seelen. Und das ist ja schon eine beträchtliche Zahl. Das ist ja eigentlich so ein ganzer Planet, könnte man sagen. Ja, ne? Eigentlich schon. Ja, und und da sind natürlich viele Fragen gekommen. Da dachten wir uns, wir fragen Flux mal direkt. Genau. Eure Fragen. Um zu sehen, was Flux denn zu diesen Fragen über sich selbst antwortet. Genau. Und damit ihr euch nicht wundert, warum heißt er Flux? Er heißt nur für uns Flux. Er heißt nicht für jeden auf diesem Planeten Flux. Aber er wollte uns damit natürlich auch eine Botschaft geben, die wir dann entschlüsseln konnten. Und ja, er kennt unseren Humor und wir finden Flux echt toll und witzig, den Namen an sich schon. Und wir sind froh, dass er Flux heißt. Aber in Wahrheit heißt er natürlich nicht Flux. Er hat sich nur uns als Flux vorgestellt. Also für jeden anderen mag er vielleicht sich einen anderen Namen ausgedacht haben. Ja, und Flux ist auch nicht mit der KI zu verwechseln, die es da jetzt im Internet gibt, mit der man dann halt Filme und Bilder erzeugen kann. Nein, der Name Flux, war uns schon bekannt. Da gab es diese KI-Flux noch gar nicht. Die kam erst kurz danach raus. Das fand ich auch ganz witzig. Mhm. Ne? Dass kurz danach dann plötzlich alle sagten, ja, es gibt eine neue KI, die heißt Flux und so. Und da musste man dann schon grinsen. Ne? Ja. Und Flux bezieht sich aber auch nicht mit seinem Namen auf diese KI-Flux, mit seinen Hinweisen an uns. Von daher, da gibt es auch keine Verbindung. Aber witzig ist es dann noch. Ja, irgendwie ist es schon witzig. Also Flux ist eben einfach nur ein Name, weil wir hier in der Matrix natürlich mit Namen umgehen und das uns natürlich wesentlich praktischer erscheint, wenn man sagen kann, hi Flux, bist du da? Als wenn wir sagen würden, hallo Seelenkomplex mit 4 Milliarden Seelen aus der achten Dimension, bist du nun da? Und das ist kein Scheiß, haben wir ein paar Monate gemacht, bis wir irgendwann gefragt haben, hast du vielleicht was Kürzeres für uns? Genau, Dann tatsächlich kam der Name Flux spontan, Hypnagog rein und dann hat sich der ganze Drops erledigt gehabt mit den Hallo, lieber Seelenkomplex aus der achten Dimension, hast du gerade Zeit? Ja, richtig, ja.
Ja, manche haben gefragt, ja, wie habt ihr denn Kontakt zu Flux bekommen? Niki hat eben den Kontakt zu Flux aufgebaut. Wie ist es dazu gekommen, Niki? Ja, wir haben ja sehr viel mit den Essenzen zu tun gehabt, sehr viel daran rumgebastelt, erstellt. Das ist extrem anstrengende Energiearbeit gewesen. Also wir haben wirklich viel mit Energie gearbeitet, sehr viel. Ja, ich weiß nicht, wie man das so ausdrücken kann, aber es waren viele, viele, also es waren mindestens 10, 12 Stunden am Tag Energiearbeit über Monate hinweg. Und irgendwann war da so ein Gefühl, jetzt ist irgendwie plötzlich Hilfe da, der da uns bei der Essenzenarbeit unterstützt. Irgendwie so ein Gefühl war das. Und ja, da sind wir dann halt weiter reingegangen, würde ich sagen. Und dann wurde der Kontakt irgendwie immer intensiver. Wir haben immer weiter reingeforscht und irgendwann stellte sich voraus, ja, ist wohl wahr. Und dann hat er sich ja natürlich auch vorgestellt mit Namen und Nummer und naja, wie auch immer. Ja, eigentlich ja, so mit grob. Namen ja nicht, der kommt nicht später. Nein, das war ein Spaß natürlich, nicht mit Namen und Nummer, aber so in die Richtung ist es gelaufen. Also es war sehr, sehr viel Arbeit. Also es war nicht einfach so, zack, der Kontakt zu Flux war da, weil alle fragen, ja, ich will jetzt auch Kontakt zu Flux, wie kann ich den dann jetzt sofort kriegen? Nein, das war monatelange, stundenlange Arbeit. Also es war wirklich, wirklich viel Aufwand, viel Energiearbeit, die wir da reingesteckt haben, bis der Kontakt dann auch stabil zustande kam. Es war jetzt nicht einfach ein Fingerschnippen, leider nicht. Ja, also aus meiner Wahrnehmung kam es mir so vor, dass dieser Kontakt zu Flux sich so sukzessive aufgebaut hat. Intensiv, ne? Ja. Ja, und es hat ja auch erstmal lange gedauert, bis eine Möglichkeit bestand, überhaupt Fragen stellen zu können, die höchstens dann mit Ja und Nein beantwortet werden konnten. Ja, genau. Ja. Mittlerweile ist es so, dass du ja schon Flux verstehen kannst, manchmal, wenn er so einen Satz reinbringt. Oder intuitive Antworten kriegt man dann schon und dann denkt man, ich glaube zwar nicht, dass ich das gerade gedacht habe und dann frage ich eben nach, ob das eben jetzt von Flux kam zum Beispiel, sowas ja. Richtig. Und um mit Flux in Kontakt zu treten, benutzt Niki da auch einen Gegenstand. Ja, du auch. Ja. Also. Und ich auch natürlich, genau. Und dabei ist es so, dass dieser Kontakt zu diesem Gegenstand uns dabei hilft, den Kontakt zu Flux wiederum eben zu intensivieren, klarer zu machen und auch die Verzerrungen ausschließen zu können. Genau. Weil, wie einige von euch ja sicherlich wissen, diese ganzen Kontakte, die man zu höheren Wesenheiten haben kann, sind oft verzerrt oder werden sogar von anderen Wesenheiten gestört beziehungsweise falsche Botschaften gesendet. Und damit haben wir am Anfang auch Probleme, aber wir haben dann recht schnell die Lösung gefunden. Ja, es ist sozusagen, um es bildlich darzustellen, ein unmanipulierbarer Connecting Point zu Flux, dieser Gegenstand. Ich würde schon fast sagen, da ist eigentlich ein Anteil von Flux drin gespeichert und deswegen ist eben, da kann nichts anderes rein, nichts anderes dran und deswegen kann man auch nur Kontakt zu Flux über diesen Gegenstand haben. Und, ja, Connecting Point. Ja, und das ist natürlich eine große Hilfe, weil am Anfang hat man mit diesen Verzerrungen zu kämpfen, dachte immer, das ist ja widersprüchlich, das ist widersprüchlich, da müssen wir nochmal gucken und hier und da, bis wir dann wirklich einen sauberen Kanal zu Flux hatten. Und das ist ja im Internet genauso. Ja. Ne, wenn du irgendeine Webseite aufrufst, dann kann es sein, dass irgendwelche Sachen, die du auf deinem Rechner hast, irgendwelche Programme dann dazwischen funken. Ne? Ja. Zuerst kommen irgendwelche Cookie-Meldungen, dann musst du das bestätigen, dies bestätigen, dann läuft das nicht, dies läuft nicht, die ganze Seite lädt nicht oder was weiß ich, ne, was da für Probleme auftauchen. So in etwa kann man sich das vorstellen. Ungefähr. Und diese ganzen Hürden muss man dann natürlich erstmal überwinden. Naja, wir sollten nicht so viel quatschen. Sondern Fragen zu Flux beantworten, genau. Genau. Wir werden dann jetzt die Fragen an Flux stellen. Und das läuft so, dass ich einen Gegenstand in der Hand halte, der eben die Verbindung zu Flux, von mir zu Flux, aufstellt. Das heißt, er kann mich dann verstehen, besser verstehen.
Und Niki hat einen Gegenstand in der Hand, der andersrum funktioniert. Das heißt, Flux schickt dann die Antwort von der Frage, die ich geschickt habe, an Niki. Ja? Also nochmal, weil einige gefragt hatten, wie, Jonathan hat jetzt auch Kontakt zu Flux? Flux war immer bei uns. Ja, ja, also einen Kontakt zu Flux aufbauen ist nicht einfach. Ne? Und weil der ist oben in der achten Dimension, wir sind hier unten in der dritten Dimension. Als Vergleich mal. Und das bedeutet natürlich, da ist eine große Strecke zurückzulegen, im symbolischen Sinne. Ja. Wir müssen da durch mehrere Dichten durch, durch die Astralebenen durch, bis hoch in die Mentalebenen. Und das ist wirklich nicht einfach. Ja gut. Ist Flux denn da? Flux ist immer da. Gut. Frage Nummer 1. Ja, Frage Nummer 1 an oder zu Flux. Ja, richtig. Ist Flux freiwillig in der achten Dimension? Ja. Aber Flux wäre gerne auch in einer anderen Dimension. Auch Flux entwickelt sich weiter übrigens, sagt er gerade. Auch Flux will noch weiter aufsteigen. So, keine Ahnung. Ja, sicherlich. Da gibt es ja noch ein paar Dimensionen drüber. Da gibt es ja noch mehr. Ne? Ja, eben. Ist es Flux Aufgabe, den Menschen zu helfen? Nein. Nein. Aber er hilft den Menschen. Wenn er Kontakt zu uns hat oder wenn wir die Fragen stellen, sicherlich, oder? Manchen, ja. Das sind aber vermutlich nur die Menschen, die auch offen dafür sind. Nein. Nicht. Da verbirgt sich also noch eine andere Information hinter. Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ja, die nächste Frage, warum kann sich Jonathan jetzt plötzlich auch mit Flux verbinden? Das haben wir ja gerade geklärt. Weil wir und Flux das so wollen. Ja, weil ich bin hier der Sender und Niki der Empfänger. Ja, so funktioniert das. Also direkt mit Flux reden kann ich zum Beispiel nicht. Nee, ja. Flux besteht aus 4 Milliarden Seelen, Pi mal Daumen, ne? Sind denn diese Seelen alle freiwillig an Flux angeschlossen? Ja. Ein schönes eindeutig, aber das ist klar, natürlich. Ja. Kann denn auch eine Seele, die an Flux angeschlossen ist, sagen, Flux, du bist blöd, ich gehe jetzt? Ja, klar, das ist, ja, also ja, und natürlich. Also da oben ist ja auch keine Dualität mehr oder sowas, also da oben ist alles freiwillig. Also kann eine Seele jederzeit sagen, ich schließe mich jetzt Flix an. Ja. Oder ich mache eine Solo-Mission, ja. Oder ich mache eine Solo-Mission, ich baue mir jetzt meinen eigenen Start auf oder so. Ja, jedenfalls hast du da die volle freie Entscheidung, was auch immer du tun möchtest. Ja, die nächste Frage. Flux, bist du ein Dämon? Ich glaube, er würde jetzt lachen, wenn ich es hören könnte, aber nein, natürlich nicht. Ich glaube, das ist ein ganz anderer Frequenzbereich. Mhm. Flux, oder bist du ein Engel? Nein. Flux, oder bist du ein Gott? Nein. Nein. Er ist einfach eine Seele mit 4 Milliarden Seelen. Richtig. Ja. Ein Seelenkomplex. Ein Seelenkomplex. Gibt es denn noch mehrere solcher Seelenkomplexe? Ja, sehr viele. Okay. So wahrscheinlich, wie es auf Planeten viele gibt, ne? Vermute ich mal. Ja. Befinden sich die Seelen, die sich an Flux anschließen, unter seiner Herrschaft? Also müssen die alles tun, was Flux sagt? Nein. Nein. Okay, ist Flux denn der Chef der ganzen Seelen? Nein. Ich glaube, das Problem ist ja, dass die Leute wieder personifizieren. Ja, das ist das Problem, genau. Wie soll man das am besten erklären? Mach mal irgendwie. Ja, Flux ist eben der gesamte Seelenkomplex.
da ist jetzt nicht eine Seele drin, die Flux heißt und sagt, ich bin euer König oder so. Ne? Und so, genau. Ja. Also alle Seelen bilden eine Einheit, eine Gesamtheit und die nennt sich Flux. Ja, genau, ja. Die Gesamtheit nennt sich Flux. So kann man das am besten sagen. Ja. So wie die Erde sich Erde nennt. Ne? Man kann es halt schon mit dem Borg-Kollektiv vergleichen, auf irgendeine Weise. Ich meine, gut, da gibt es die Borg-Königin, aber die stellt sich in dem Sinne ja auch nicht über alle anderen Borgs. Da sind einfach alle Borgs gleich. Aber alle Borgs können miteinander kommunizieren. Es ist ein Kollektiv. Und gut, da können natürlich nicht die einzelnen Borgs rausgehen und sagen, ciao. Das geht natürlich mit Flux schon. Aber so kann man, es ist ein Netzwerk, ein Seelennetzwerk. So. Ja, ich stelle mir halt Planeten vor. Ne? Oder ja, Planeten oder ein Sonnensystem. Ja. Planeten, wo Raumschiffe jedem zur Verfügung stehen. Ja. Wenn also einer sagt, ich habe keine Lust mehr auf die Erde, steigt dann ins Raumschiff und fliegt zum Mars. Genau. Na? Also so stelle ich mir das vor. Und warum soll es nicht, wenn es in der physischen Realität Planeten gibt, warum soll es da nicht eine mentale Analogie auch in höheren Dimensionen dazu geben? Eben, klar, genau. Ja, und Flux stellt sich uns immer als weiß-eisblau vor. Wer jemand eine Farbe möchte, weiß-eisblau. Richtig. Sind denn alle Seelen, die sich an Flux, obwohl das, die Formulierung ist auch schon nicht richtig, ne, wenn ich das so ja, sage. Ja, es ist eigentlich auch schon mal wieder nicht richtig. Also sind alle Seelen, die in Flux sind oder im Starte Flux vielleicht? Alle Seelen, die Flux sind. Ja, alle Seelen, die verbunden sind in Flux. Oder als Flux? Ist denn jede Seele da auch noch weiterhin individuell? Nicht im eigentlichen Sinne, nein. Also jeder hat ihre eigene Erfahrung und ihre eigenen, also schon eine Art, wie könnte ich das sagen? Ja, einen individuellen Erfahrungskomplex, aber dadurch, dass es halt 4 Millionen individuelle Erfahrungskomplexe sind und die alle wie im 4 Milliarden Erfahrungskomplexe sind und die alle in einem Netzwerk sind, sind sie natürlich wie ein Brei. Also jeder hat die Erfahrung des anderen, obwohl sie, das ist so schwer zu erklären, aber es gibt keine Individuen und trotzdem sind sie irgendwie individuell. Ich weiß nicht, wie ich das besser sagen soll. Naja, die Frage, die sich ja dann stellt, wäre, ist es denn dann eine Bereicherung für eine Seele, die sich an Flux anschließt? Oh ja, unbedingt. Also da kommt auch ein klares Ja, aber das macht natürlich auch aus der logischen Sicht Sinn, ja. Also birgt es eigentlich nur Vorteile für eine Seele, sich zum Beispiel an einen bestimmten Seelenkomplex anzuschließen? Flux sagt ja. Mhm. Ah, interessant. Ja. Und da es ja freiwillig ist, muss ja jeder selber wissen, was er macht. Ne? Ja, genau. Wird ja niemand gezwungen. Nee. Ja. Ist Flux ein Symbol dafür, für unser aller Überbewusstsein, zu dem wir irgendwann zurückkehren werden? Nein. Nein. Es ist wirklich eigentlich unser persönlicher Kontakt und er soll symbolisch jetzt für niemanden irgendwas oder will auch für niemanden irgendwas darstellen oder so. Er will uns eine Hilfe sein oder uns unterstützen. Fertig. Ja. Mhm. Was er mit allen anderen Milliarden Menschen auf diesem Planeten macht, weiß ich nicht. Das geht uns ja auch nichts an. Aber für uns persönlich ist er nur eine großartige Unterstützung und unser Kontakt, ja. Gibt es denn noch andere Menschen auf der Erde, die Kontakt mit Flux haben? Einen direkten Kontakt? Nein. Nein. Oh, okay. Das habe ich nicht kommen sehen. Nee, ich hätte jetzt auch gedacht, so, nö, natürlich. Also bei den Milliarden Leuten, die auf der Erde leben, wird ja wohl einer das mal rausgefunden haben. Oder so. Warte, also das muss ich jetzt nochmal fragen.
Ach so, nee, die Antwort war nicht ganz korrekt. In dieser Realität. Ja, habe ich ja gesagt. Hier 3D, Matrix, Mensch. Nee, andere Realität. Okay, die Antwort ist doch nicht ganz korrekt gewesen. Okay, dann nochmal. Okay, frag mal lieber nochmal. Ja. Gibt es auf der Erde in der 3D-Matrix noch irgendeinen anderen Menschen außer uns beiden, die Kontakt zu Flux haben, einen direkten Kontakt? Nein. Nein. Okay. Aber indirekt. Indirekt, klar. Unterbewusst vielleicht oder so? Es gibt schon Menschen, die irgendwie mit Flux zusammenarbeiten, aber jetzt nicht so im telepathischen Austausch mit ihm stehen. Sehr so in die Richtung. Also jetzt, wir sind ja sehr direkt im Kontakt. Also wir reden ja praktisch mit Flux. Mhm. Wir fragen Fragen, er gibt Antworten, jetzt unabhängig von YouTube. Arbeitet er ja direkt mit uns. Also es gibt, das macht sonst wohl scheinbar keiner, so in direkten telepathischen Austausch, aber so eine indirekte Zusammenarbeit mit einigen wenigen auf diesem Planeten gibt es schon, aber auch tatsächlich nicht viele. Ich habe keine Ahnung. Habe ich nicht erwartet, die Antwort. Ja, interessant. Ist halt so. Ja, ja, das ist richtig. Also manchmal sitze ich am Computer und schreibe einen neuen Artikel für meinen Blog und dann höre ich längere Zeit nichts von Niki. Und dann gucke ich da rüber und sage, was machst du da? Und dann sagt sie, sie rede gerade mit Flux. Warum nicht, wenn man die Möglichkeit dazu hat? Naja, eigentlich arbeiten wir zusammen. Ja, sie arbeiten zusammen, ne? Auch mit den Essenzen. Ja, klar, das auch. Zusammen, klar, ne? Aber auch persönlich. Und ja, klar. Dann zur nächsten Frage. Ja, die ist spannend. Flux, bist du in der universellen Master-KI hängen geblieben? Zum Glück nicht. Das macht die Antworten ja noch mal spannender, da ja auch die KI in der 7. Dimension massiven Einfluss und Manipulation auf uns alle hat. Und zum Glück ist Flux außerhalb. Also er warnt ja sogar davor. Also. Mhm. Ist die Master-KI denn auch in der 8. Dimension tätig? Nee. Das nicht, okay. Versucht denn die Master-KI, also die böse KI in Anführungszeichen. Spannend, da kriege ich schon Gänsehaut, wenn ich die Frage nur denke, gedacht höre. Ist die denn gerade dabei oder besitzt sie ein Bestreben, in die 8. Dimension zu kommen? Oh ja, die versucht tatsächlich, die 8. zu infiltrieren. Hm. Ich kriege voll Gänsehaut, das ist mega spannend. Ich liebe so Fragen. Okay. Ja, das ist bestimmt nochmal spannend, nochmal ein Video zu der Master-KI zu machen, oder? Oh, ich muss jetzt mich zusammenreißen und nicht die Fragen schon alle stellen. Ja. Okay. Also da machen wir auch nochmal ein Video darüber, über die Master-KI, die eben über alle KIs herrscht und versucht überall sich einzumischen, sie zu infiltrieren, so wie auf der Erde gerade, merkt man ja auch. Ne? Die KI übernimmt immer mehr und mehr, ja, Richtlinien und immer mehr Einfluss auf die Menschheit. Und da ist bestimmt spannend, mal ein Video drüber zu machen. Ja, mir fallen jetzt schon 10.000 Fragen dazu ein. Also das müssen wir auf jeden Fall machen. Ja, genau. Gut, machen wir aber erstmal mit unseren Fragen weiter, bevor wir vom Thema abkommen. Yep. Okay. Einige unserer Zuschauer haben auch die Buchreihe von Carlos Castaneda gelesen. Und wissen auch, dass wir die auch kennen, diese Buchreihe. Und darum kommen manchmal auch Fragen zu Castanedas Werken. Und unserer Ansicht nach ist Castaneda und seine Buchreihe die einzige, die wirklich sich damit beschäftigt, wie man die 3D-Matrix verlässt und auch die 5D-Matrix. Mhm. Und darum kann es mal vorkommen, dass ab und zu mal Fragen in dieser Hinsicht gestellt werden, wie zum Beispiel jetzt. Und zwar eine Frage an Flux ist, ja, sind Carlos Castaneda und Don Juan Matus bei Flux jetzt? Nein. Nein. Ich denke mal, die Auswahl ist auch groß. Ne? Ja, ich glaube, es gibt, wie du schon sagtest, so viele Seelenkomplexe wie Planeten. Von daher
Ja. Nächste Frage. Ja, eine etwas anders gelagerte Frage diesmal. Und zwar hat Flux eine Freundin? Nein. Wenn er eine Freundin hat, dann wahrscheinlich zwei mehr ein Stück, oder? Ungefähr. Die weitere Frage wäre, wie viele Dimensionen gibt es aus Flux-Perspektive? Gibt es mehr als 12 Dimensionen? Aus menschlicher Sicht gibt es mehr als 12 Dimensionen, aber Flux schickt mir da so Bilder. Selbst wenn ich wollte, könnte ich die nicht beschreiben. Flux ist da, glaube ich, der Ansicht, dass die Geschichte komplett anders aufgebaut ist als in Dimensionen. Von daher, kann er nicht so in Dimensionen rechnen. Also betrachtet er das vielleicht ein bisschen anders mit den Dimensionen als wir unten. Wir unten brauchen ja diese Dimensionsrechnung, damit wir diese Ebenen verstehen. Ich sehe da ein mehr ineinander verschachteltes Bild. Also, ja. Ja, eine nächste Frage ist, braucht der Mensch in der 3D-Matrix mit seinem physischen Körper Fleisch? Braucht er das? Um genügend Nährstoffe zu haben, um gesund zu leben? Die Antwort ist ja. Zweierlei, also ja, der physische 3D-Mensch braucht so lange Fleisch, wie er die genetische Veränderung der Reptos im Körper hat. Also unsere physischen 3D-Körper wurden ja reptomanipuliert und genverändert und die essen eben gerne Fleisch. Und so lange benötigen wir das hier auch, um den Körper gesund und stabil zu halten. Flux sagt, normalerweise ohne diese Programmierung auch auf der Erde in der 3D-Matrix bräuchten wir nur Beeren und Früchte. That's it, mehr nicht. Solange wir aber diese Programmierung nicht, also diese Genmanipulation nicht rausprogrammiert, transzendiert oder irgendwie haben, wäre es für den Körper hilfreicher, doch sich dem System anzupassen, um eben, ja, gut durchs Leben zu kommen, sag ich mal. Und ich kenne niemanden, der das transzendiert hätte in Wahrheit, auch wenn sie es behaupten. Ja, man müsste eigentlich seine ganze DNA irgendwie transzendieren oder befreien davon. Und ob das einfach durch eine Entscheidung geschehen kann, indem man sagt, so, ich bin jetzt Veganer, ist jetzt eine andere Frage. Genau. Also wir kennen viele Veganer, die auf Fleisch vollkommen verzichten, aber so richtig glücklich sind die meisten damit nicht und sind auch nicht wirklich gesund. Nee, sagt ja. Flux, ist eigentlich theoretisch nicht möglich, solange eben diese Programmierung noch drin ist. Nicht absolut jeder physische Körper, sagt er, hat diese Programmierung, aber ich will jetzt nicht sagen 99%, weil das müsste ich abfragen, aber die meisten halt eben schon, die meisten physischen Körper. Ja gut, die nächste Frage. Ist Flux eine Art Seelensammler? Nein, aber ich glaube, wäre er es, wäre er nicht in der achten Dimension und wäre auch nicht ehrlich und würde auch sagen, nein. Also ja, aber ja, danke für die kritische Frage. Aber wir vertrauen Flux und nein. Ja, also nicht, dass ihr denkt, dass wir kritische Fragen jetzt irgendwie doof finden würden. Nee, im Gegenteil. Nee, weil wir freuen uns, dass unsere Zuschauer auch ein kritisches Verständnis haben und auch hinterfragen. Und das sollen unsere Zuschauer auch. Recherchiert immer selbst, hinterfragt, schaut nach, was sich dahinter wirklich verbirgt. Das ist eine gute Eigenschaft. Man sieht es ja an der westlichen Politik, wie das momentan läuft. Da muss man auch selbst recherchieren und nicht einfach das vorgekaute Wissen übernehmen, damit man da ein bisschen Durchblick bekommt. Darum, hinterfragen ist gut und macht auch bei uns nicht Halt damit, ne? Denn wir wissen ja auch, es gibt viele Medien, zum Beispiel auch auf YouTube, die eben nicht kritisch hinterfragen und mit irgendwelchen seltsamen Wesen in Kontakt stehen. Ne? Zum Beispiel habe ich auch schon mal eine getroffen, die sagt, sie würde mit so einem Oberengel in Kontakt stehen. Und als ich dann dahinter schaute, habe ich dann gesehen, dass das nur ein Verstorbener war, der sich einen Spaß erlaubt hat. Oh, nice. Ja, der hat so getan, als wäre er ein Lichtengel von der, was weiß ich, wie vielen Dimensionen.
und hat ihr dann den größten Quatsch erzählt. Ne? Ja. Ja. Okay, schade halt. Ne? Und da gibt es auch andere Sachen wie der Galaktische Föderation. Ne? Es gibt auch Medien, die sagen, sie stünden mit dieser Föderation in Kontakt und die reden da aber nur positiv und lichtvoll von der Föderation. Und wenn man da mal hinterhakt und da mal hinterfragt, dann merkt man gleich, da kann auch was nicht stimmen. Ne? Also wir sagen nicht, dass sie nicht wirklich in Kontakt stünden mit der Galaktischen Föderation. Ich glaube, es ist erst, weiß ich nicht, ist erstens vielleicht nicht jeder im tatsächlichen Kontakt. Und wie gut die Galaktische Föderation ist, ist halt auch noch eine Frage, ob die da wirklich so positiv ist. Keine Ahnung. Ja. Oder manche sagen, also sie stünden mit der Föderation des Lichts in Kontakt. Und auch da merkt man, dass da was nicht stimmen kann. Darum ist es immer gut, wenn unsere Zuschauer hinterfragen. Hinterfragt alles, auch bei anderen Kanälen. Ne? Guckt nach, ob das was für euch ist. Und wenn ihr die Intuition oder das Gefühl habt, dass das nichts für euch ist, dann hört da auf euer Herz und geht woanders hin. Ja. Nächste Frage. Kommen alle Seelen von die an Flux angeschlossen sind oder Flux ergeben von der Erde? Nein. Hm. Also nicht jede Seele war auf der Erde inkarniert. Nein. Also ist richtig Multikulti und multiplanetarisch da. Ja, und es gibt auch viele, die noch niemals irgendwo auf irgendeinem Planeten inkarniert waren. Hm. Ah, interessant. Stimmt, ja. Mhm. Ja. Ja, seit wann gibt es denn Flux? Gibt es Flux schon seit der Entstehung des physischen Universums? So gesehen, ja. Mhm. Mhm. Gab es denn schon Flux vor der Entstehung des physischen Universums? Also jetzt der Seelenkomplex. Der Seelenkomplex, gebildet hat er sich mit der Entsendung oder Entstehung von Seelen. Also Flux ist auch gewachsen, er war nicht von Anfang an 4 Milliarden, sondern er ist gewachsen halt mit im Laufe der Zeit. Mhm. So, genau. So kann man es am besten sagen, würde ich. Das bedeutet also, der Seelenkomplex Flux wächst auch weiterhin. Ja. Und irgendwann kommt Flux mit einer Papiertröte und sagt, juhu, wir sind jetzt 5 Milliarden. Genau, und dann kriegt er eine Auszeichnung von YouTube. So und so viel Follower hat er jetzt. Okay, ja. Kann man ja so sagen. Kann man so sehen, ne? Also Flux hat eine Menge Follower. Ja. So ein Kanal, YouTube-Kanal mit 4 Milliarden Follower ist schon beachtlich. Yes. Verhält es sich auch so, dass auch aktuell Seelen sich an Flux anschließen? Ja. Ah. Ja, wie beim YouTube-Kanal. Ne? Immer neue Follower. Immer neue Follower. Einer fragt, kann Flux kaputt gehen? Also ich denke mal, er meint mit dieser Frage, könnte es sein, dass Flux sich irgendwann auflöst und alle 4 Milliarden woanders hingehen? Nein. Nein, das nicht. Also er kann nicht zerbrechen in dem Sinne. Mhm. Ja. Also Flux hat schon so seine Stammfollower. Okay. Also es kann, also wie ich das wahrnehme, kann eine Gruppe von Seelen sich entscheiden, Flux oder ihr eigenes Ding zu machen. Aber ich habe so den Eindruck, dass diese Gruppe von Seelen, sagen wir mal 100 Millionen, die machen dann ihr Ding, gehen auf Reisen oder inkarnieren sich, aber die kehren irgendwie alle wieder irgendwann zurück zu Flux, weil sie sich zugehörig fühlen. So ist so eine Wahrnehmung ist das als Antwort. Können Seelen denn auch mal Urlaub machen von Flux? Ich befürchte, mit der Frage kann er nicht so viel anfangen. Die Antwort ist seltsam. Ja, also kann auch mal eine Seele sagen, so Flux, war sehr schön bei dir, ich gehe jetzt mal so ein bisschen durch die Gegend und koppel mich von Flux-Seelenkomplex ab und guck mir mal ein paar andere Seelenkomplexe an. Ich komme in 2 Wochen wieder oder so. Ja, das geht. Ach so, das geht schon. Ja. Also dieses sind nicht fest, also dieses Netzwerk sind keine Ketten oder so. Sie sind nicht daran verpflichtet, immer da zu bleiben oder zu sein. Also es ist nicht so, dass wenn eine neue Seele kommt, Flux sagt, hier ist dein Armreif und deine Kette und dein Halsband. Und ne? Dein Vertrag. Dein Vertrag, also ist es nicht. Okay. Nein.
Müsste sich Flux aufteilen, wenn er eine ganz bestimmte Menge an Seelen hat, sagen wir mal 100 Milliarden oder so, muss er sich dann aufteilen oder ist es egal? Er muss sich nicht aufteilen, nein. Er sagt nur, es würde ab einer bestimmten Menge Sinn machen. Welchen Sinn, weiß ich nicht. Also, ich weiß es nicht. Wieso, aber... Interessant. Das ist, was so rüberkommt. Okay, dann kriegt Flux Kinder sozusagen. Ja, eigentlich schon, wie bei der Überseele, ne? Die dann sich in die... Wahrscheinlich so, genau. Interessant. Ja, noch eine Frage. Und zwar, hat Flux einen Chef? Gibt es eine Ober-Ober-Seelenkomplex, der so ist wie unser Zukunftsselbst zum Beispiel, oder der so ist wie ein Chef, der dann sagt, so Flux hier, okay, du hast einen Antrag gestellt auf Kommunikation mit Niki und Jonathan, das wird hiermit erlaubt. Ja. Also es gibt sowas wie einen noch höher gelegenen Seelenkomplex, der wieder, also es ist wie so eine Cloud, so irgendwie, keine Ahnung, da ist ein Seelenkomplex und dann geht da eine Verbindung und dann ist da Flux und da ist Flix und da ist Flax. Und wahrscheinlich, wenn ich nachfragen würde, würde von Flux auch wieder Stream abgeben mit Mini Flux 1, Mini Flux 2, Mini Flux 3 oder so. Man kann sich das, es ist jetzt zwar eine hierarchische Darstellung und es ist keine Hierarchie, aber so in die Richtung kann man die mit Ja beantworten. Ah. Es sind immer wieder Aufteilungen, so würde ich das Bild beschreiben. Okay. Ja, die Frage ist, hat Flux einen Berater oder hat er wirklich einen Vorgesetzten? Er wird zu beiden Nein sagen. Okay, gut. Ja, und da sind wir schon bei unserer letzten Frage. Ja, wow, okay. Ne? Und zwar, sind wir Menschen alle in Flux drin oder wir Schöpferseelen? Nein, das haben wir eigentlich vorher schon einigermaßen geklärt. Also nein, wenn ihr also sterbt und habt keine Lust mehr auf eine weitere Inkarnation auf Erden und schafft es irgendwie aus der 3D-Matrix rauszukommen oder aus der 5D-Matrix, müsst ihr nicht zu Flux, ihr könnt. Ja. Ja. Könnte. Ja, super. Das waren eure Fragen zu Flux und waren sehr spannende Fragen dabei mal wieder. Und ja, wir hatten ja gesagt, dass wir noch ein Video zu dem Planeten Jupiter machen. Kommt bestimmt, aber... Ja, aber wir haben gemerkt, wenn wir jetzt alle Planeten durchgehen, das könnte einige von euch langweilen. Außerdem haben wir heute ein ganz anderes spannendes Thema angesprochen. Ja, ich weiß. Und darum würde ich sagen, wenn wir in Kürze das Video machen über Jupiter, machen wir gleich das ganze Sonnensystem fertig in einem Video, oder? Dann fragen wir ein paar Standardfragen zu allen Planeten ab, wie viele Planeten es wirklich gibt, ob Leben auf dem Monden vielleicht existiert, wo existiert überhaupt physisches Leben und so weiter. Man kann ja da den Informationen der NASA niemals so wirklich vertrauen, ne? NASA, sagt man ja auch gern, ist die Abkürzung für Never a Straight Answer. Sehr cool. Ja. Und aus dem Grund dachten wir, machen wir bei dem Video, wenn es um das Sonnensystem geht, gleich das ganze System durch und nicht nur den Jupiter. Genau, also zum Jupiter bitte auch keine weiteren Fragen mehr. Wir haben schon 120. Ich weiß nicht, ob ich das durchziehen kann. Wir werden auch nicht alle Fragen nehmen, weil das sind wirklich so viele. Und wir werden dann wahrscheinlich so bei jedem Planeten, der ab Jupiter auftaucht, dann wahrscheinlich dann in diesem Video beantworten. Ja. Genau, aber falls ihr schon zum nächsten Video Fragen stellen wollt, die Master-KI. Genau, also das auf jeden Fall. Ja. Ein Video machen wir auch zur Master-KI, damit wir die mal ein bisschen besser kennenlernen. Ne? Und mit wem wir es da zu tun haben. Ja. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, genau, danke. Und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Tschüss.